Etwas mehr als ein Jahr gibt es jetzt schon das Explorer Hotel in Fischen. Zeit für eine erste Bilanz. Und die fällt durchaus spannend aus, denn das Explorer Hotel im Oberallgäu ist das erste zertifizierte Passivhotel Europas. Haben jetzt ein Jahr hinter uns, haben ein Monitoring gemacht und sind nicht überall auf Ziel. Aber wir glauben, dass wir durch ein wenig Feinjustierung an das Ziel herankommen können, das wir uns im Energieverbrauch gesetzt haben. Wo wir das Ziel ganz klar erreicht haben, ist im CO2-Verbrauch, weil wir einfach fast keine CO2-Belastung für die Umwelt darstellen mit unserem Projekt, sondern weil wir CO2-neutral Gäste beherbergen. Zwar hätten die Betreiber des Hotels noch nicht in allen Punkten ihre gesteckten Ziele erreicht, die Energiebilanz sei aber dennoch besser als bei vergleichbaren Hotels. So sei zum Beispiel der Energieverbrauch rund 70% geringer. Hans-Joachim Hacker, tourismuspolitischer Sprecher der SPD-Bundesfraktion, hört das gerne. Im Rahmen der SPD-Energiekonferenz Allgäu war er in die Region gekommen, um sich ein Bild über Chancen und Möglichkeiten der Energiepolitik im Tourismus zu machen. Ich weiß auch, dass viele Vertreter der Branche das Thema Nachhaltigkeit längst entdeckt haben, weil das ein zukunftsweisendes Thema ist. Und wer sich heute gut aufstellt, kann dort auch Gäste mit ansprechen. Und er kann mit einem modernen Management des Hauses auch Gäste gewinnen. Ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen ist für touristische Dienstleister bald unausweichlich, so Hacker weiter. Als zweitgrößte Wirtschaftskraft im Land habe der Tourismus sogar die Aufgabe einer Vorreiterrolle. Dafür erfordere es aber auch Unterstützung. Naja, es gibt vom Bund ja die Möglichkeit, nach der ENEF Energiesparmaßnahmen zu fördern. Es gibt Möglichkeiten des Darlehens. Aber ich will auch einen Kritikpunkt anbringen. Wir haben auf der Bundesebene eine konkrete Fördermaßnahme für den Bereich des Tourismus nicht. Aber eine Botschaft nehme ich heute mit hier aus dem Allgäu, dass wir uns überlegen müssen, ob wir für die Tourismusbranche konkret zugeschnittene Fördermaßnahmen schaffen können. Die Fördermaßnahmen im Bereich der kommunalen Gebietskörperschaften sind nicht zielgenau für die Tourismusbranche. Im Explorer Hotel haben sich die Investitionen gelohnt. Das Umweltbewusstsein komme bei den Gästen gut an. Ich denke, es ist ein Punkt, der den Gästen so ein gewisses Aha beim Buchen gibt. Der sagt, aha, die sind ja ökologisch, da kann man mit gutem Gewissen Urlaub machen. Es wird bei heute noch nicht wirklich die Hauptentscheidung sein, in einem Explorer-Hotel zu buchen. Aber ich denke, dass da die Gäste immer sensibler werden und dass es nur wenige Jahre dauern wird, dass das ein ganz, ganz großes Thema in unserer Branche ist. Und dann steht vielleicht schon ein neues Angebot in den Reisekatalogen, das Traumziel Nachhaltigkeit.